Max Unterwitz. Your life. Das Schlosshotel Gronberg ist ein 5-Sterne-Superior-Hotel in der Nähe von Frankfurt und liegt inmitten einer wundervollen und gepflegten Gartenanlage mit integriertem 18-Loch-Golfplatz. Danach kann Mann und Frau sich in der Beauty-Couch entspannen. Entspannen lässt es sich auch im Innenbereich des Schlosses. In der Hotellobby lässt es sich lange bei einem guten Drink aushalten. Die Einrichtung ist stilvoll und einem Schloss entsprechend und weite Räumlichkeiten können für Feste gebucht werden. Der blaue Salon lädt zu Familienfeiern auf 38 Quadratmetern ein. Die Bibliothek ist da schon etwas größer und dient für Sitzungen wie auch für Trauungen. Weitere buchbaren Räume sind der rote oder der grüne Salon, der kleine Speisesaal, das Atelier der Kaiserin oder das Kabinett. Doch auch ohne Reservierung gibt es genügend Platz zum Chillen. Jimmy's Bar zum Beispiel oder die Terrassen mit Blick auf den Schlosspark. Über die große Treppe gelangen Gäste zu ihren Zimmern. Die Preise beginnen bei der Tagesrate mit Frühstück für 2 Personen und pro Nacht für 275 Euro. Die Zimmer sind ansprechend groß, stilecht mit Kronleuchter, Kamin und die Minibar ist ebenfalls im Preis inkludiert. Insgesamt können Gäste aus 4 Zimmertypen und 5 Suitentypen wählen. Badezimmer sind mit Badewanne und Dusche ausgestattet, Bademäntel, Badeschuhe und Pflegeprodukte stehen für die Gäste ebenfalls bereit. Wer sich die Beine vertreten möchte, der geht einfach im Schlosspark spazieren. Ein Highlight stellt zweifelsohne die Grotte der Kaiserin dar. Von oben haben Gäste einen wunderbaren Blick in die Natur und auf einen kleinen See. Vorbei im hoteleigenen Biergarten, wo es frisch und leckere gegrillte Speisen gibt, kann auch durch den Rosengarten flaniert werden. Um den Hunger zu stillen, steht neben dem Biergarten auch das Hotelrestaurant bereit. Ein Gaumenschmaus der besonderen Art. Auch die Cocktails in Jimmy's Bar überzeugen und vor allem das Frühstück kann sich sehen lassen. Das Schlosshotel Gronberg bietet luxuriösen Flair und heißt Gäste aufs Herzlichste willkommen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in einem weiteren Video von mir. Bis dahin, mach's gut, bye bye, dein Max.